Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, herzlich willkommen zu diesem wundervollen sonnigen Mittag mit 25 Grad. Wir sind in Tamriel, wir haben gerade Nacht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Wir müssen uns anstatt mit der wundervollen Sonne draußen mit einer Seuche heute beschäftigen. Und zwar muss ich da mal gucken, wo denn hier der Questgeber ist. Ah, Questgeberin. Ganz ruhig, Mädchen. Wir finden anderswo ein besseres Leben. Hallo? Erstens bin ich nicht dein Mädchen und zweitens, wieso rennst du weg, wenn ich mit dir reden will? Macht bitte Platz. Winnie und ich würden gerne gehen. Winnie, wie süß. Wer denkt jetzt auch gerade an Winnie the Pooh? Nee, Winnie the Pooh nicht, sondern Winnie Pooh. Was stimmt nicht? Eine Seuche. Bleibt fort, wenn euch euer Leben lieb ist. In der letzten Woche hat es ein ganzes Dutzend Leute erwischt. Wer hat hier die Führung? Kümmert sich jemand um die Kranken? Hendil pflegt die Kranken in Aninvis Scheune. Er ist nur der Alchemist der Stadt. Er hat keine richtige Heilerausbildung. Wollt ihr euer Leben aufs Spiel setzen? Nur zu. Winnie und ich gehen nach Himmelswacht. Oh, ist kein Thema. Ich habe eine richtige Heilerausbildung. Ich habe 6 oder 7 ausgebildete Heilerinnen. Also kein Thema. Viel Glück auf euren Wegen. Komm schon, Vieja. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wieso heißt die jetzt Vieja? Ich denke, die heißt Winnie. Und wieso bin ich hier Mädchen? Ich weiß es nicht. Aber ich bin gerne jedermanns Mädchen. Die nehmen wir doch mit. So, da hinten sehe ich, glaube ich, Zombies oder so. Wir müssen da hinten hoch. Kann das sein? Ihr seid nett, ne? Ihr seid nett. Wachen sind zwar nicht immer nett, aber die sind nett. Meine Männer sind hier, um für Ordnung zu sorgen. Ihr habt Hendils Vertrag persönlich genehmigt. Als Hendil das ursprünglich vorgeschlagen hat, konnte ich nicht ahnen, dass die Dinge so aus dem Ruder laufen könnten. Und mir geht es um eure Sicherheit. Bleibt bei eurer Familie. Sorgt dafür, dass es ihr gut geht. Der muss ich aber nicht sprechen. Moment. Ach, entschuldigt bitte meine Stimme gerade, aber wir haben eben noch zu Mittag gegessen. Ich habe mich jetzt gestärkt und bin jetzt voller Eifer dabei, aber ohne Stimme. Schnell! Das ist der letzte Rest der Salbe, mein Herr. Ich hoffe, dass das reicht. Wir können später noch mehr besorgen. Schnell! Ja, genau so. Trag die Salbe auf. Bitte, lasst mich nicht sterben. Sie lebt. Das ist das Einzige, was zählt. Bringt sie in die Quarantäne. Okay. Also doch keine Zombie-Seuche? Seid ihr wegen der Seuche hier? Sie breitet sich schnell aus. Was? Verzeihung. Das ist ungefähr mein 4. Tag ohne Schlaf. Geht es euch gut? Kann ich euch helfen? Vor allem, wieso frag ich was, wenn die andere mir eben schon lang und breit von der Seuche erzählt hat? Es geht mir gut. Wie lange wütet die Seuche schon? Nicht sehr lange. Mein Sohn war das erste Opfer. Die Götter haben ihn selig. Ich bin eigentlich gar kein Heiler, nur der örtliche Alchemist. Aber ich konnte nicht einfach still sitzen und zusehen, wie die Leute leiden. Wie behandelt man so etwas? Mit Weidenkrautsalbe. Anscheinend kann es die Krankheit eine Weile aufhalten. Ich reibe meine Patienten damit ein, sobald sie die ersten Symptome zeigen. Wenn sich ihr Zustand verschlechtert, stellen wir sie unter Quarantäne. Gibt es etwas, womit ich helfen könnte? Uns ist tatsächlich gerade das Weidenkraut ausgegangen. Es wächst gleich vor der Stadt auf einem großen Flecken. Würdet ihr etwas davon besorgen? Amur hat schon den nächsten Schwung Salbe vorbereitet. Wir brauchen nur den Saft, um wieder an die Arbeit gehen zu können. Ich helfe gern. Weidenkraut ist ziemlich stark. Man sollte es ziemlich gefahrlos sammeln können. Solange ihr es nicht esst, wird es euch gut gehen. Glaube ich. Okay. Ich esse Kräuter eher selten. Ihr hattet eine Quarantänezone erwähnt. Wo ist sie? Fair war einst eine Bergarbeiterstadt. Die Minenanlagen gibt es immer noch. Nachdem die ersten Leute krank wurden, wollten wir das Schlimmste für die Gesunden verhindern. Also haben wir sie da unten unter Quarantäne gestellt. Ihr habt sie einfach zum Sterben zurückgelassen? Nein, ganz und gar nicht.
Amur und ich gehen regelmäßig dort runter, um uns um sie zu kümmern. Wir haben einen Kontrakt mit den Söldnern geschlossen, um für die Sicherheit aller zu sorgen. Am Ende wird das hier alles gut ausgehen. Ja, jetzt bin ich da, jetzt wird's gut ausgehen, das stimmt. Sammelt Weidenkraut. Machen wir doch. Man muss immer denjenigen helfen, die sich selber nicht helfen können. Das ist kein Weidenkraut, aber Hyazinthe nehme ich auch. Also Wasserhyazinthe. Moment. Ich habe jetzt keine Lust, da übers Wasser zu laufen. Bin ich denn Jesus oder was? Das nehmen wir noch eben mit. Ich sehe hier irgendwie überhaupt nichts. Oh, da sind gefallene Bauern. Moment. Ja, natürlich muss ich die jetzt... Die werden doch sowieso getriggert, wenn ich das hier hole, oder? So, jetzt sind sie nicht mehr gefallen, jetzt sind sie tot. Da hinten sind auch... Ey, die werden angezogen von dem Kraut, oder? Ich werde angezogen von Rubinesche. Jedem das Seine. Ja gut, da hinten ist noch eins. Müssen wir euch leider... Dich leider auch töten, es tut mir leid. Ich wollte den eigentlich durchsuchen, aber ist auch okay. So. Gibt es hier irgendwie eine Abkürzung? Jetzt habe ich mir doch die Füße nass gemacht. Da hinten. Hendil. Ihr seid zurück. Gut. Verzeiht. Ich versuche einfach auf den Füßen zu bleiben. Ich habe etwas Weidenkraut für euch. Wunderbar. Ich lasse Amur gleich einen weiteren Schwung Salbe herstellen. Ich hoffe, ihr hattet keine Schwierigkeiten. Da sind ein paar Leute über die Felder gestreift. Sie sahen krank aus und haben mich angegriffen. Oh, ist das so? Das ist bedauerlich. Sehr bedauerlich. Hendil, was ist los? Tut mir leid, ich stehe etwas neben mir. Die Müdigkeit. Einige der örtlichen Landarbeiter müssen von der Seuche betroffen sein. Ich werde Amur und ein paar Söldner losschicken, um sie zu behandeln. Danke, dass ihr es mir gesagt habt. Gibt es sonst noch etwas, womit ich helfen kann? Ehrlich gesagt, ja. Wenn ihr die Salbe an einige Einwohner verteilt, könnte ich Amur losschicken, diese Landarbeiter sofort zu behandeln. Jeden Tag tauchen neue Patienten auf. Mit wem soll ich sprechen? Wollen wir mal sehen. Hier, nehmt meine Liste. Nelulin, er sollte gerade draußen sein und die Schuppen reparieren. Eryril hat sich zweifelsohne in seinem Haus verkrochen. Und Aninve, ihr gehört dieser Hof. Sie ist wahrscheinlich gleich vor der Scheune. Das sind die nächsten Opfer der Seuche auf der Liste. Die Seuche hat eine Liste erstellt, wo sie als nächstes zugreifen will? Oder wie verstehe ich das? Dann gehe ich die Salbe verteilen. Ich werde sofort neue Salbe herstellen, mein Herr. Ihr irritiert Mach mich die jetzt. Neue Salbe besonders stark, Amur. Sie ist fertig, mein Herr. Ich habe die Dosis erhöht. Ach so. Hier habt ihr sie. Entschuldigung. Die muss ich noch mitnehmen, habe ich gerade gesehen. Wenn ich sie denn... Ja. So, jetzt aber. Hallöchen. Ich habe was gegen die Zombie-Pest. Hallo. Hi. Hendil hatte euch auf seiner Liste. Eigentlich war es ja die Liste der Seuche. Er meinte, ich soll euch etwas Salbe geben. Ich bin krank? Bei den Sternen. Ich schätze, es war wohl nur eine Frage der Zeit. Die Kranken sind ja schließlich in meiner Scheune. Ja, aber trotzdem, woher weiß er dann genau, wer die Leute sind, die krank sind, wenn die das selber noch nicht mal wissen? Hier ist die Salbe. Vielen Dank. Und da dachte ich immer, meine größte Sorge wäre, den Hof zu halten. Und jetzt habe ich Angst, an der Seuche zu erkranken. Ich schätze, die Sterne wandern. Sehr weise, Aninve, sehr weise. Okay, nächster. Tiefer, da unten in einem Haus wahrscheinlich. Was ist denn hier der Eingang? Oder hinterm Haus, das kann auch sein.
Da, hinterm Haus. Was ist das? Ein Schmetterling. Tut mir leid, kann ich euch helfen? Ich habe hier eine Menge Arbeit zu erledigen. Händel schickt mich. Ich habe etwas Salbe für euch. Salbe? Was? Heißt das etwa, ich habe die Seuche? Bei den Sternen über uns. Das wird Mutter nicht ertragen. Ich weiß es nicht. Ihr wart auf seiner Liste. Händel hat so viel für diese Stadt getan, dass ich ihm einfach vertrauen muss. Ich wünschte jedoch, ich wäre verschont geblieben. Ihr hattet eben eure Mutter erwähnt. Meine Mutter, Velatosse. Sie ist in ihrem Haus gleich hier in der Nähe und wartet auf Nachricht von meinem Bruder. Er ist unten in der Höhle und wartet darauf, dass Händel ein Heilmittel findet. Es kommt schon wieder alles in Ordnung. Vielen Dank. Es tut mir leid, schlechte Nachrichten überbringen zu müssen. Ja, aber irgendwie überkommt mich jetzt ehrlich gesagt so ein komisches Gefühl. Also das klingt für mich eher, als ob der die Leute alle krank macht, als dass der die heilt. Weil, ne, die stehen auf seiner Liste, er übergibt die Salbe. Ist irgendwie ein bisschen seltsam. Hallöchen. Was macht ihr in meinem Haus? Wisst ihr nicht, wer ich bin? Nö. Händel schickt mich. Ich habe diese Salbe. Das wird aber auch Zeit. Meine Familie hat geholfen, diesen sternenverlassenen Ort zu gründen. Man sollte eigentlich meinen, ich würde als einer der Ersten behandelt. Genau. Ich hoffe, es geht euch... Ihr habt getan, wofür ihr gekommen wart. Verschwindet und trödelt nicht. Schlimm genug, dass ich mich mit diesen dreckigen Bauern abgeben muss. Jetzt muss ich mich auch noch mit ihren Krankheiten herumplagen. Okay, also sollte der denen wirklich was antun, kann ich verstehen, warum er ihn hier ausgewählt hat. Den würde ich persönlich wahrscheinlich auch als erstes loswerden wollen. Aber vielleicht will er den Leuten tatsächlich auch nur helfen. Ich glaube ja immer noch ans Gute. Wir müssen vorsichtig sein. Hä? Alles wird gut werden. Wir sorgen uns nur sehr um die armen Opfer in der Mine. Hat jeder seine Salbe? Ich habe mit allen dreien gesprochen. Sind sie krank? In manchen Fällen setze ich auf Vorsorge. Das wird hoffentlich die Ausbreitung der Krankheit eindämmen. Mögen die Götter euch danken, so wie ich euch danke. Also, wenn jetzt dieses dümmliche Grinsen gerade nicht gekommen wäre, ne? Was mich so an Horrorfilme erinnert, würde ich normalerweise sagen, er setzt wirklich auf Vorsorge und dass er es gut meint. Aber es ist halt seltsam, dass er sagt, das sind die Nächsten auf meiner Liste, die werden die Seuche kriegen. Hä? Also das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Wieso ist das abgeschlossen? War das jetzt alles? Ich meine aber, es gab hier irgendwo eine Folgequest, oder? Was ist mit dir? Bist du meine Folgequest? Irgendetwas stimmt hier nicht. Ja, mein Reden! Was meint ihr? Jeder in der Stadt ist Händel so dankbar. Aber ich traue ihm nicht. Oder dieser kleinen Kröte Amur. Mein jüngster Sohn ist schon seit einer Woche da unten. Warum? Weil er sich versteckt. Ihr denkt nicht, dass er versucht, diesen Leuten zu helfen? Nein. Ich denke, er hat etwas zu verbergen. Diese Söldner. Sie bewachen sein Haus Tag und Nacht. Bitte. Ich weiß, dass ihr keinen Grund habt, mir zu trauen. Aber könntet ihr nicht nachschauen gehen? Es geht um meinen Sohn. Ich bin selber Mutter. Ich empfinde mit dir. Ich werde mich in Händels Haus umsehen. Für euren Sohn. Ich treffe euch in meinem Haus, wenn ihr fertig seid. Ich lebe direkt hinter Händel. Ich weiß, dass ihr denken müsst, ich sei verrückt. Aber ich kann es spüren. Das ist alles falsch. Ja, ich spür's doch auch. War Händels Sohn nicht der erste Infizierte? Ich weiß, ich weiß. Ich kann es nicht erklären. Aber in den letzten paar Tagen wirkt es, als ob Leute erst krank werden, nachdem Händel sie mit der Salbe behandelt hat. Oder vielleicht deute ich da auch zu viel hinein, wie dem auch sei. Ha! Wenn ihr gerade einen Knall gehört habt, ich habe gerade auf meinen Schreibtisch gehauen, es tut mir leid. Madame Spürnase hat etwas gewittert und sie bleibt dran. Wir werden die Folgequest, angenommen haben wir sie ja schon, aber wir werden sie jetzt auch durchziehen. Ich wusste, da ist irgendetwas faul, weil es hört sich so komisch an. Der ist der Nächste auf meiner Liste. Ja, warum hat... Also auf der Liste der Seuche, so kam das rüber.
Funke, was meinst du? Erstmal alles ruhig. Hier ist alles gespült und alles sieht soweit gut aus. Feuer ist noch drin. Können wir irgendwas klauen in der Zeit? Ich weiß es nicht. Oh, ein Kniekissen. Das nehme ich auch mal mit. Hendils Tagebuch. Mal schauen. Hendils Tagebuch. Es wird immer schlimmer mit meinem Sohn. Ich schaffe es kaum noch, ihn ruhig zu stellen. Seine Krankheit ist unersättlich. Und diese Dinge. Ich habe keinen Schimmer, was ich mit denen anstellen soll, die er infiziert hat. Die Salbe ist meine einzige Hoffnung. Ich bin der Erste, der ihre wahren Eigenschaften als mächtige, lokales Beruhigungsmittel entdeckt hat. Wenn wir in friedlicheren Zeiten leben würden, hätte ich meine Forschungsergebnisse beim Kolleg eingereicht. Ich hätte mir die Anerkennung meinesgleichen erarbeiten können. Jetzt lebe ich jede wache Stunde voller Angst vor denen um mich herum. Jeden Augenblick könnten sie die Wahrheit über Tankano herausfinden. Was das bedeuten würde. Ich wusste, der Mein Spitzname kommt daher, dass meine Augen die Leute an das Funkeln eines Feuers erinnerten. Ich finde, Feuer ist viel schöner. Ohne Scheiß jetzt, das ist tatsächlich das erste Mal, dass es richtig geil kommt, dass sie diesen Spruch bringt, weil sie steht direkt vor der Feuerstelle. Ich werde dich jetzt auch nicht dafür schelten, dass du sowas Geistreiches gesagt hast. Das werde ich nur beim Basti tun, wenn der sowas sagt. So, wo ist die? Moment. Ich war nicht in seinem Haus, beachtet mich einfach nicht. Wo sind denn die Wachen eigentlich, die alle drumherum stehen sollen? Wolfsauge. Ich sag doch. Achtung, ein Schmetterling. Ach, war das die Mutter hier? Sie haben ihn mitgenommen. Sie haben Nelulin mitgenommen. Jetzt sind meine beiden Jungs eingesperrt. Ja, klar. Ich hätte doch schon drauf kommen müssen, als sie meinte, ihr Junge ist im Keller sozusagen, also unten eingesperrt. Es tut mir leid, Velatosse. Ich habe ein Tagebuch gefunden, als ich Hendils Haus durchsucht habe. Was hat er zu verbergen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles verstehe, aber ich hatte recht. Diese Seuche, oder wie auch immer ihr es nennen wollt, ist allein seine Schuld. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber er wusste davon und er hat versucht, es einzudämmen, was ja wiederum nicht ganz böse ist. Warum sollte er eine Seuche auslösen wollen? Keine Ahnung, aber eines ist klar. Was immer da vor sich geht, muss aufgehalten werden. Bitte. Ich weiß, dass ihr mich kaum kennt. Aber meine Söhne sind alles, was ich habe. Ich weiß nicht, ob ich das verkraften könnte, wenn sie... Ich muss also in die Mine. Ja, und um das zu schaffen, müsst ihr an den Söldnern vorbei. Diese griesgrämigen Schläger an der Tür ignorieren mich einfach. Vielleicht könnte einer der anderen davon überzeugt werden, euch zu helfen. Oder vielleicht eine Verkleidung? Ich weiß es nicht. Ich werde an ihnen vorbeikommen, Velatosse. Ich könnte ja auch einfach zusammenschlagen. Will er mir helfen oder zeigt er mir Kleidung? Oder ein totes Kaninchen. Ihr macht euch recht wichtig in der Stadt, nicht wahr? Ich bin überall in Tamriel wichtig. Das stimmt. Können wir über eure Söldnerkollegen sprechen? Das hängt davon ab, was ihr wissen wollt. Ich kann ihn noch bestimmt mit Met bestechen, oder? Nun, ich müsste in die Quarantänezone. Habt ihr eine Ahnung, wie ich das schaffen könnte? Ich werde es euch sagen. Ihr habt die Quarantänezone erwähnt. Unter uns gesagt, geht es meiner Geldbörse gerade gar nicht gut. Wie wär's denn mit deinem Glas, mit deinem Krug? Also, kostenlosen Wein kann ich, oder beziehungsweise Met kann ich besorgen, aber 69, hallo, was sind das hier für Spießerpreise? Ach, na gut, lasst mich raten. Eure Geldbörse ist schrecklich hungrig. Das ist es. Eure beste Chance dürfte sein, sich eine unserer Uniformen aus dem Schrank in der Schlafbaracke zu schnappen. Alle dort dürften tief und fest schlafen. Sie werden nichts bemerken. Sagt ihnen nur nicht, dass ich euch geschickt habe. Danke. Hoffentlich geht es eurer Geldbörse jetzt besser. Das war so ein bisschen sarkastisch, oder? Hoffentlich geht's eurer Geldbörse jetzt besser. Alter. Hat der gerade Feuer gespuckt, um das anzumachen? Habe ich mich erschrocken.
So, Söldner Schlafbaracke. Ihr seid alle am Schlafen, ja? Dann kann ich die Kartoffeln mitnehmen, oder? Kartoffeln sind immer gut. Rindfleisch zwar auch. Oh, Mehl. Mehl ist auch immer gut. Nehmen wir auch mit. Die anderen Sachen sind jetzt nicht so wichtig. Ihr seid alle am Schlafen, vor allen Dingen. Hier ist nur ein Bett. Wo sollen die denn alle schlafen? Das soll eine Schlafbaracke sein? Jetzt mal ohne Scheiß. Schlafen da nur ein oder zwei Leute drin? Ich bin jetzt hier von so einer... Ne, so ein Kasernenbild halt ausgegangen mit, keine Ahnung, 30 Betten oder so. Ach so. Oh. Wenn ich mir schon sowas stehle, sollte ich das vielleicht auch anziehen. So. Hat keiner gesehen. Du hast das auch nicht gesehen. Du hast gerade den Schmetterling beobachtet, oder? Ihr seid neu, richtig? Geht hinein. Aber lasst euch nicht von ihnen berühren. Ja, ja, genau. Ich bin neu. Dankeschön. Kann ich die auch täuschen? Hallöchen, ich bin reingeschickt worden. Guten Tag. Schnell, Amur! Wir müssen zurück, bevor jemand bemerkt, dass wir weg sind. Genau. Moment, ich muss erstmal einsammeln. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß, ich mache das so ungern während des Let's Plays. Aber irgendwoher muss ich ja meine Sachen auch bekommen. Wenn ich gerade mal hier so drin bin, hier. Brief von Lenve. Als Ausgleich dafür, dass ich die Sachen einsammle. Keine Angst, mein Sohn. Ich weiß, dass du Angst hattest, als du dort hinuntergegangen bist. Aber alles wird gut. Dein Freund, der die Straße hinunter wohnt, hat gestern die Salbe bekommen. Vielleicht kommt er bald zu dir. Ich weiß, dass du nicht willst, dass er krank wird, aber es wäre mir wohler, wenn jemand auf dich aufpassen würde. Gib auf dich Acht und träume von den Sternen. Wir sehen uns bald. Lenve. Ach, das ist Blutscherge. Ach so. Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt meine Gegner angezeigt werden, brauche ich das Ding auch nicht mehr. Die Frage ist, brauche ich das jetzt überhaupt? Hier drin sind ja überall die Viecher hier, ne? Ich ziehe das mal aus so lange. Brief von Minique. Wir haben versucht, ein wenig Quellwasserwein zu dir zu schmuggeln, um dich etwas aufzumuntern. Leider haben die Wachen ihn uns abgenommen. Aber keine Sorge. Sobald du da raus bist, schmeißen wir dir zu Ehren eine große Feier. Die Getränke gehen auf mich. Minique. Naja, ich weiß schon, warum die Wachen das abgenommen haben. Nicht, weil das nicht hier runter sollte. Nee, nee. So, wo müssen wir denn hin? Links ist wahrscheinlich wieder verschlossen. Achso, wir müssen eh nach rechts. Lasst ihn. Wir müssen Tankano finden. Die lasst ihn. Hallo, der lebt noch. Wo bin ich? Was ist geschehen? Hendil und Amur haben euch hierher geschleppt. Sie sind einfach weggelaufen. Die Quarantänezone? Aber hier unten sind alle krank. Muss ich sterben? Ich weiß es nicht. Ich bin so müde. Ihr müsst Hendil finden. Ich will nicht sterben. Zu spät, würde ich sagen. Ja. Jetzt habe ich ernsthaft zwei verschiedene Angriffe gemacht. Ich habe zu dicke Finger. So, du auch noch. Ich weiß nicht, ob ihr mir hinterherlaufen würdet sonst. Moment, wo müssen wir jetzt hier runter? Rechts, links, oben, unten? Das war, glaube ich, jetzt nicht der Weg, aber den können wir auch nehmen. Ich glaube, wir sollen dem einfach nur hinterherlaufen, ne? Amur! Wieso bist du rot? Hä? Und wieso kämpfst du mit einem Schlachtermesser? Okay. Ja, ja, ja. Sohn, lasst mich ein. Sie dürfen zurück mit euch. Schnappt ihn. Fresst ihn. Es ist nicht sein. Wieso geht ihr auf mich? Ihr sollt ihn fressen. Na gut, dann mache ich euch eben platt. Jetzt hast du Angst, ne? Nein, nicht die innere Kammer. So. Bitte geht weg. Ich versuche nur, meinen Sohn zu beschützen.
Wovon redet ihr da? Was geht hier vor sich? Dankano, mein Sohn, er ist krank. Ich habe versucht, es zu verheimlichen, aber alles ist schief gelaufen. Was stimmt mit all diesen Leuten nicht? Mein Sohn, er nährt sich von ihnen. Dann zwingt er ihnen seinen Willen auf und verwandelt sie in seine Schergen. Ich bringe schon Leute hier runter, seit er krank wurde. Sobald ich das Heilmittel finde, kann ich alles wieder in Ordnung bringen. Alter, ist das krank. Das ist einfach falsch. Ich möchte nur meinen Sohn zurück, nicht dieses Monster. Bitte tut ihm nichts. Ich kann das alles noch richten. Ich kann immer noch... Das neue Blut riecht frisch. Bitte, Vater, lasst sie herein. Ich dachte zuerst, dass da redet, aber... Frisches Blut und meine nächste Schergin. Denkst du? Nichts. Er ist nur krank. Es geht ihm bald wieder besser. Nein, er ist jetzt tot. Tankanos Tagebuch. Wenn mir doch Vater nur die leckeren Happen aus diesen langweiligen kleinen Weiler bringen würde. Ich fürchte, dass die Herde bereits zu sehr ausgedünnt würde und die besten Stücke Fleisch schon meine Untertanen sind. Das ist im Moment kein Problem, aber ich möchte nicht, dass mir das edle Blut, das mir untergeben ist, langweilig wird. Arandar schmeckt nach den edelsten altmährischen Weinen aus Eichenfässern, obgleich er das letzte Mal, als ich mich an ihm gelabt habe, schon deutlich zu hager war. Vanderion hatte einen pikanten Geschmack nach Schimmel, Käse und Kot. Aber damit ist wohl zu rechnen bei einem Mann, der in einem Kaff aufgewachsen ist und knietief im Kuhmist stand, seit er gehen konnte. Ich vermisse Menelkares bittersüßen Geschmack. Ihre sanften, leisen Schreie, als ich in ihr Fleisch biss, waren die herrliche Krönung des Mahls, das sie mir war. Leider kann ich mich nicht mehr an ihrer Essenz laben. Ich muss mich doch entscheiden, was ich mit ihrem verdorrten Körper anstellen soll. Ich habe Vater gebeten, mir kultiviertes und richtiges Fleisch zu bringen. Vielleicht jemanden edleren Geblüts, wie Eriel oder Nelulin. Oh, was sind das für Namen? Vielleicht sogar das köstliche Blut von Velatosse selbst. Obwohl der Blick, den er mir zuwirft, wenn ich ihn darum bitte, mich aus der Fassung bringt. Liebt er denn seinen Sohn nicht genug, dass er ihm solche Bitten abschlägt? Möchte er denn nicht, dass ich gesund und lebhaft bleibe? Warum schaut er mich mit diesem traurigen, elenden Blick an? Ich bin doch kein Monster. Ich bin sein Sohn. Ja, du warst es mal. Da ist er. Mein Sohn, ich kann es nicht glauben. Nach allem, was ich getan habe, um ihn zu beschützen. Um ihn zu beschützen? Was ist mit all diesen Leuten? Ich weiß es nicht. Sie standen unter Tankanos, unter Kontrolle des Monsters. Ich weiß nicht, was geschehen wird, wenn er jetzt nicht mehr da ist. Wir können nur hoffen. Ihr werdet euch für eure Taten verantworten müssen. Ich verstehe. Ich habe die Freiheit nicht verdient. Meldet mich Netanve, damit sie mich festnehmen kann. Ich kann all diesen Familien nicht in die Gesichter sehen. Kann ich ihr warten? Woher soll ich wissen, dass ihr nicht flüchtet? Ich werde nicht fliehen. Fesselt mich. Ich werde darauf warten, dass sie mich holen kommt. Ja, das ist eine geile Idee. Ihn so zu fesseln, dass beide Seiten gefesselt... Ja gut, er ist jetzt zusammengefesselt, okay. Also zusammengefesselt. Aber er kann auch trotzdem noch weglaufen. Das ist ja eine super tolle Art, jemanden zu fixieren. Echt klasse gemacht. Gameplayerin, du bist top in solchen Sachen. Nun gut. Die Frage ist, sind jetzt diese ganzen Zombies hier weg? Oder schon wieder ein Brief? Brief von Camarino.
Liebste Schwester, wie wir schon geahnt hatten, war es Vater, der die Leibe aus dem Schrank gestohlen hat. Mutter hat geschrien und geschrien und wir haben gelacht und gelacht. Wärst du hier gewesen, hätten wir noch mehr gelacht. Werde gesund, Schwesterchen. Möge Auriel über dich wachen. Camarino. Ja. Wenn man bedenkt, was da alles passiert ist. Bitte, meine Söhne, was ist geschehen? Hendils Salbe war eine Droge. Er hat die Leute an seinen Sohn Tankano verfüttert. Ein Vampir. Was? Er ist ein Monster. Wer würde so etwas tun? Nelulin, habt ihr ihn gefunden? Ich habe ihn gleich hinter dem Eingang gefunden. Ich denke nicht, dass der Vampir ihn erwischt hat. Den Sternen sei Dank. Wartet, was ist mit Ivelien? Er war so lange dort drin. Es tut mir leid, Velatosse. Ich kam zu spät. Nein, mein Junge, mein Evil. Handy, wo ist er? Wo ist dieser Fläschchenschnüffler? Fläschchenschnüffler? Ich habe ihn gefesselt in der Mine gelassen. Ich war gerade dabei, den Söldnerhauptmann zu holen, um... Halt! Geht einfach nur eurer Wege, Reisende! Ich weiß zu schätzen, was ihr versucht habt, aber geht einfach nur eurer Wege. Da hilft auch der Schluck Kaffee nicht, da bin ich ganz ehrlich. Ich hatte so gehofft, dass ich mich nicht entscheiden muss. Ich meine, auf der einen Seite, er hat das Schlimmste getan, was man tun konnte. Und ich verstehe ihren Hass, aber es ist halt auch nicht gut, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, weil sonst wäre die Menschheit schon lange ausgestorben. Vor allen Dingen würde es dann keine Politiker mehr geben. Naja, vielleicht gibt es dann doch noch eine positive Einstellung, aber die guckt mich schon so böse an hier. So, als ob die mich jetzt gleich hier anknabbert und angreift, wenn ich jetzt sage, dass es das nicht wert ist. Aber ich kann es auch mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Er hat natürlich was Schlechtes getan. Er war der Antagonist in dieser Geschichte. Sprich, er hat aus einem eigentlich für sich positiven Anlass etwas Negatives getan. Und ich kann nachvollziehen, dass er seinen Sohn helfen wollte. Allerdings kann ich nicht nachvollziehen, dass er das um jeden Preis noch getan hat, weil er ein Vampir war, weil er einfach zu sehr dran geklammert hat, dass er noch irgendwas drin ist, was wirklich sein Sohn war. Was in dem Fall ja offenbar nicht mehr der Fall war. Wir haben ja sein Tagebuch gelesen. Ich kann beide Seiten verstehen und sag, wartet, das ist der nicht wert, tut es nicht. Zumal ich nicht weiß, ob sie da nicht als Mörderin nachher dasteht. Wie könnt ihr das nur sagen? Wie könnt ihr sagen, dass er verdient? Schon gut, schon gut. Ich werde ihn nicht anrühren. Ich lasse Gerechtigkeit walten. Geht einfach nach Hause. Nelulin soll es fürs Erste gut gehen. Ich spreche mit Netanve. Ja, so wie ich es verstanden habe, hat sie ja noch einen Sohn, um den sie sich kümmern muss. Ne? Also der, der nur verletzt war, von dem wir eben gesprochen haben am Anfang. Ah, ihr schon wieder. Ihr seht furchtbar aus. Stimmt etwas nicht? Nun, es hat sich herausgestellt, dass es nie eine solche gab. Hendil steckte hinter allem. Was? Was meint ihr damit? Er hat uns doch geholfen. Er hat die Salbe an alle verteilt und... Oh! Genau. Die Salbe hat die Leute geschwächt. Sein Sohn war ein Vampir. Dieser lichtliebende Blutunhold. Mögen die Sterne diesen Alchemisten verdammen. Ich werde ihn eigenhändig nach Himmelswacht schleifen und in Ketten legen lassen. Wo ist er? Ich bin mir nicht sicher, ob ich keinen Fehler gemacht habe. Die hört sich an, als ob sie ihn selber umbringen möchte. Ich habe ihn gefesselt in der Mine zurückgelassen. Seid vorsichtig. Die Leute dort unten sind gefährlich. Meine Männer und ich werden ihn fangen. Ich kann nicht glauben, dass wir einen Kontrakt mit einem verdammten Totenfreund geschlossen haben. Vielen Dank, Reisende. Mögen die Sterne eure Schritte lenken. Ja, und wir erhalten einen geladenen Heilstab vom Set Eleganz der Königin.
wollte gerade sagen, ihre Männer sollten ihn noch schnappen. Was ist denn jetzt los? Ja, es war mal wieder eine etwas längere Folge, beziehungsweise, ja, es waren ja zwei Quests diesmal. Eine Quest mit Folgequest sozusagen. Und ich hatte es zwar noch so ein bisschen in Erinnerung, das muss ich zugeben, aber ich bin ganz ehrlich, ich wusste auch nicht mehr, war das jetzt Zufall und er sollte als der Böse dastehen oder war er wirklich irgendwie ein bisschen böse? Ja, in Wirklichkeit war es dann sowas dazwischen. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass er alles für seinen Sohn tun wollte und getan hat, aber wenn einem die Optik des eigenen Kindes gegenübersteht, diese Optik, also diese Hülle, sage ich jetzt mal, aber nur Blut verlangt und nichts mehr von dem ursprünglichen Kind vor allem steht. Und ich meine das jetzt nicht sinnbildlich, ne? Geht jetzt nicht da raus und bringt eure Kinder um Gottes Willen. Sondern in Bezug darauf, dass das ein böser Vampir geworden ist oder ein Zombie oder was weiß ich was. Dann muss man sich wirklich mit den Gedanken zurechtfinden, dass es nicht mehr das eigene Kind ist. Und ja, er hätte das irgendwie melden müssen oder so, ihn dann zur Strecke bringen lassen müssen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte er das so nicht machen dürfen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr zu dem Ganzen steht. Ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und ganz ehrlich, ich hasse es, in solchen Situationen Entscheidungen treffen zu müssen. Auch wenn hier die Entscheidungen eigentlich keinerlei Einfluss haben letztendlich. Ich habe schon mal jemanden sterben lassen, der dann irgendwie ein paar Kapitel später wieder aufgetaucht ist. Also das ist halt Zenimax, ne? Da kann man leider nichts gegen machen. Aber ja, schreibt mir trotzdem in die Kommentare, was würdet ihr tun an dieser Stelle, wenn ihr jetzt ein Kind hättet und es wirklich lieben würdet, wovon ich ausgehe. Würdet ihr auf Gedeih und Verderben versuchen, ja, diesem Kind halt noch Opfer zu bringen und weiß ich nie was? Oder hättet ihr anders gehandelt? Wenn ja, wie hättet ihr gehandelt? Beziehungsweise, wie hättet ihr euch auch an meiner Stelle entschieden? Hättet ihr ihn gemeldet oder hättet ihr einfach gesagt, die Alte kann durchlaufen, kann ihn abmurksen? Habe ich nichts mit zu tun. Würde mich wirklich mal interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.